Ich will Ihnen nun kurz eine Übersicht über mein Buch geben, das aus 13 Kapiteln besteht. Zuerst wird in der Regel eine Geschichte, ein Auszug aus einem Theaterstück, einem Essay oder einem Roman zitiert, um anschließend mit einem Essay kommentiert zu werden. Hebel bildet den Anfang. An der zweiten Stelle bereits, zumindest auf den ersten Blick, ein Widerspruch, denn dort steht Wilhelm Hauffs Jud Süß mit einem sechsseitigen Auszug. Hauffs Novelle Jud Süß natürlich muss in einem Buch gegen Antisemitismus begründet werden, denn diese Geschichte aus dem Jahr 1827 war ein Meilenstein der Judenfeindschaft in Deutschland. Denken Sie an Veit Harlans Film im Auftrag von Goebbels Kinoindustrie 1941. Aber ich habe in der Novelle Jud Süß von Hauff etwa 6 Seiten gefunden über das Zusammenleben von Juden und Nichtjuden in Stuttgart, an dem sehr gut ablesbar ist, wie das befremdlich ängstliche Verhältnis zwischen beiden Gruppen beschaffen war zu dieser Zeit. Ich finde, ein wertvoller Einblick in einen geschichtlichen Zusammenhang, der sonst selten beleuchtet wird. Und Wilhelm Hauff hat wahrscheinlich gegen seine durchaus feindselige Absicht hier einen sehr wertvollen Beitrag zum Verständnis der Juden in der Frühemanzipation geleistet. An dritter Stelle ein Auszug aus der Judenbuche von Annette von Droste-Hülshoff, auch eine Novelle, 1842. Ich will es ganz kurz machen und sagen, sehr bemerkenswert ist diese Geschichte nicht zuletzt deswegen, weil zum ersten Mal in der deutschen Literatur in ihr Hebräisch zitiert wird und die Geschichte mit einem hebräischen Spruch endet. Wie all das zustande kam, zeige ich in meinem Begleitessay. An vierter Stelle Gotthold Ephraim Lessings frühes Lustspiel Die Juden von 1749, in Deutschland die erste maßgebliche Äußerung zur sogenannten Judenfrage. Dann Friedrich Hebbels Tragödie Judith, eine mutige junge Frau in aussichtsloser Lage, die einen Unterdrücker und Massenmörder tötet, Holofernes. Hier wird gezeigt, wie eine jüdische Figur, mehr Mythologie als Geschichte, sozusagen zur Tragödienfigur wird. Dann eine Geschichte, die ich zuvor nicht kannte und die mich über die Maßen beeindruckt hat, Adalbert Stifters Erzählung Abdias, die Geschichte eines nordafrikanischen Juden, der sich im Böhmerwald niederlässt, um dort Landwirtschaft zu betreiben. Danach der heute leider wenig bekannte Ferdinand Gregorovius mit seiner historischen Reportage aus dem Jahr 1870, der Ghetto, er sagt, weil Ghetto männlich ist im Italienischen, der Ghetto und die Juden in Rom. Er erzählt dort die Geschichte des ältesten Ghettos in Europa, das bereits zur Zeit Christi oder kurz danach begonnen hat und bis ins Jahr 1870 geht. Ein ganz wunderbarer, nicht fiktionaler, sehr bescheidener, zurückhaltender und doch gefühlsgeladener Text über diese kleine Judengemeinde in Rom. Danach Ricarda Hughes Erzählung von 1905, Das Judengrab, in der die großartige Erzählerin Ricarda Hughes, heute fast vergessen, versucht, die Kräfteverhältnisse in einer antisemitischen Gesellschaft auszutarieren und zu beschreiben, welche Gesellschaft wie mit der anderen zusammenwirkt, in diesem Fall auf den einzigen Juden, der in einer kleinen deutschen Stadt lebt. Danach, und Sie werden gleich ein Beispiel daraus hören, Ludwig Ganghofers Roman Der laufende Berg, die große Verblüffung auch für mich, den Ganghofer, der völkische, imperialistische, militaristische Ganghofer war alles Mögliche, aber keine Stunde ein Antisemit. Welche Figur
er geschaffen hat, um den Antisemitismus seiner Zeit zu bekämpfen, werden wir Ihnen nachher vortragen. Im Anschluss die ebenfalls leider vergessene Gertrud von Lefort mit ihrer Erzählung Tochter Jephthas. Darin geht es um Figur und Problematik des Judenarztes, in diesem Fall hier während einer Pandemie, nämlich der schlimmsten Pandemie, die Europa je erlebt hat, der Pest im Mittelalter. Dann zwei Beispiele aus der DDR-Literatur. Einmal Johannes Bobrowski, Lewins Mühle, Roman, ich würde sagen, eine literarische Wunschvorstellung von einer Gesellschaft, einer bunten Zivilgesellschaft, die versucht, den Antisemitismus zurückzudrängen und Antisemiten mit nicht-terroristischen Mitteln zu bestrafen. Dann Franz Fühmanns Das Judenauto, 1962 in der DDR erschienen, eine der ungeheuersten Geschichten über ein Kind, das im Geist, im Ungeist der Judenfeindschaft erzogen wird. Dieses Kind war Fühmann, der aus dem Sudetenland stammte, selbst. Und er zeigt genau, wie die Judenfeindschaft sich in der geängstigten und gemarterten Seele dieses jungen deutschen Knaben verfängt. Am Ende noch aus dem Jahr 1976, Friedrich Dürrenmatts Gleichnis Abu Hanifa und Anan ben David, in dem das Verhältnis Israels und Palästinas gleichnishaft behandelt wird. Ein Wagnis Dürrenmatts, in der fortgeschrittenen Moderne noch einmal ein Gleichnis zu schreiben, sozusagen wie die Ringparabel Lessings im Nathan. Ein Hebräer aus dem Sundgau ging jede Woche einmal in seinen Geschäften durch ein gewisses Dorf. Jede Woche einmal riefen ihm die mutwilligen Büblein durch das ganze Dorf nach: Jud, Jud, Judenmauschel. Der Hebräer dachte: Was soll ich tun? Schimpf ich wieder, schimpfen sie Ärger. Werf ich ein, werfen mich 20. Aber eines Tages brachte er viele neu geprägte, weiß gekochte Baselrappen mit, wovon 5 so viel sind als 2 Kreuzer, und schenkte jedem Büblein, das ihm zurief, Judenmauschel, einen Rappen. Als er wiederkam, standen alle Kinder auf der Gasse. Jud, Jud, Judenmauschel, Schaulem Lechem. Jedes bekam einen Rappen, und so noch etliche Mal. Und die Kinder freuten sich von einer Woche auf die andere und fingen fast an, den gutherzigen Juden lieb zu gewinnen. Auf einmal aber sagte er: Kinder, jetzt kann ich euch nichts mehr geben, so gern ich möchte, denn es kommt mir zu oft und eurer sind zu viel. Da wurden sie ganz betrübt, so dass einigen das Wasser in die Augen kam, und sagten: Wenn ihr uns nichts mehr gebt, so sagen wir auch nicht mehr Judenmauschel. Der Hebräer sagte: Ich muss mir's gefallen lassen. Zwingen kann ich euch nicht. Also gab er ihnen von der Stund an keine Rappen mehr. Und von der Stund an ließen sie ihn ruhig durch das Dorf gehen. Hebels Geschichte stammt aus dem Jahr 1813. Sie ist eine Kalendergeschichte und war im rheinländischen Hausfreund abgedruckt. Einem gut eingeführten und weit verbreiteten badischen Landkalender, in dem der Autor Volksaufklärung betrieb. Mit zahlreichen, teils ernsten, teils komischen Erzählungen versuchte er darin auch, den Antisemitismus zurückzudrängen. Glimpf geht über Schimpf gehört sicherlich zu Hebels Meisterstücken in diesem Genre. Im Großherzogtum Baden besaßen die Juden zwar seit 4 Jahren sämtliche staatsbürgerlichen Rechte, in der Gesellschaft allerdings lebten sie nach wie vor als weithin verachtete Minderheit. Hebel schafft es in seiner Geschichte, dem antisemitischen Ressentiment die Macht zu nehmen, indem er es sozusagen überlistet. Dazu muss er nicht einmal jemanden anprangern. Was ihm nur gelingt, weil seine Judenfeinde Kinder sind, mutwillige Büblein, wie er schreibt, gleichsam Unschuldige, die nicht wissen, was sie tun.
So kann er vor Augen führen, dass Antisemitismus erblich ist, nicht genetisch erblich, aber doch sozial und kulturell und sich bereits im unvernünftigen Nachwuchs einnistet. Judenfeindschaft als Kindergeschichte, allerdings für Erwachsene erzählt, die lernen sollen, ein so hirn- wie herzloses Ritual zu durchschauen. Gerade als wolle der Verfasser sagen, sind wir in unserer blindwütigen Feindschaft nicht alle irgendwie dumme, bösartige Kinder? Die Figur des Juden verblüfft, weil sie ohne Klischees gezeichnet wird, sowohl negative wie positive. Der Mann ist schöpferisch und einfallsreich, aber kein bisschen ängstlich und geduckt. Er kommt aus dem judenfeindlichen Sundgau, ist an Verfolgung allzu gewöhnt. Auch besitzt er weder Geiz noch Geldgier, wie es den Juden allzu meist angehängt wird. Im Gegenteil, er erweist sich als überaus freigebig. Erst reizt er die Habgier seiner Peiniger und dann befriedigt er sie auch noch. Um es drastischer zu sagen, er belohnt die Burschen für ihre Gemeinheit und schafft es, ihre Schandtat wie eine Wohltat aussehen zu lassen. Dabei vergrößert er seine eigene Demütigung noch, indem er groteskerweise Geld dafür gibt. Dieser Vorgang ist keineswegs ein Schwank, er wird nur als solcher erzählt. In Wirklichkeit hat sich hier wohl eher ein Pogrom angebahnt. Jederzeit hätte ein Steinhagel über den Juden hereinbrechen können. Doch es geht glimpflich aus. Und fast hätten die Peiniger den Gepeinigten noch ins Herz geschlossen. Wie Kinder ebenso sind, grausam und sentimental. Als der Mann für seine Leiden nicht länger zahlen kann, verfallen diese Mitleidlosen in Selbstmitleid und stellen ihre vermeintliche Wohltat beleidigt ein. Was dabei aber genau vor sich geht, bleibt undurchschaut von ihnen. Nur wir, Leserinnen und Leser, durchschauen es und erkennen, welch wahnwitzige Absurdität der Antisemitismus eigentlich ist.